Guten Morgen Deutschland. Ja, ein letztes Mal heute Morgen hier von der Küste und ich fange an mit einem sagenhaften Wahlergebnis aus Sachsen im zweiten Wahlgang. Wir erinnern uns, dort gab es die Wahl der Landräte. Die Landräte, die darüber entscheiden, ob zum Beispiel bei euch eine Impfpflicht durchgesetzt wird. Und in Sachsen, in diesem sagenhaften, wunderbaren Land, gab es gestern eine Wahlbeteiligung von etwas über 30%. Und selbstverständlich wurden alle super guten Landräte der CDU und auch ein neuer Landrat von Seiten Linksgrün dieser wunderbaren, tollen Impfpflichtpolitik bestätigt. Und für weitere 7 Jahre wird Sachsen dementsprechend auch mit diesen Leuten zusammenarbeiten müssen. Chapeau, super Ergebnis, etwas über 30% Wahlbeteiligung. Proteste, Proteste, Proteste. Aber nun gut, wer diese Menschen in der Position, in der Funktion halten möchte, der hat es jetzt bekommen, was gewählt wurde. 70% wollten nicht mitmachen, denen war es egal. 30% haben darüber entschieden, dass die Gängelei in Sachsen möglicherweise dann weitergehen kann. Ist doch ein tolles Ergebnis an diesem Morgen. Ist doch super in der besten, protestreichsten Demokratie aller Zeiten Deutschlands. Ich möchte es mal so formulieren. Wie war das? Jeder bekommt das, was er verdient, wenn er nichts macht. Genau so sieht's nämlich aus, liebe Leute. So, als nächstes, Herr Lauterbach gestern im Fernsehen, sein Gegner Ricardo Lange. Da gab es mal ein bisschen Feuer, da gab es mal ein bisschen Bambule gestern im deutschen Staatsfernsehen. Wunderbar, das ist ja bei Herrn Lauterbach immer, wenn er dann in leichte Schwulitäten kommt, dann fängt er immer so an, so komisch zu reden. Also, dieses, also das war gestern mal wieder das, was wir am meisten gehört haben. Also dieses, wir machen ja und so kann man das zusammenfassen, liebe Leute. Wer eine einrichtungsbezogene Impfpflicht damit begründet, mit einem Fremdschutz, und zwar auch heute noch als Bundesgesundheitsminister, der ist dieses Jobes nicht würdig. Anders braucht man das gestern Abend nicht zusammenfassen. Und bei all den Dingen, die er vielleicht jetzt auf den Weg bringen möchte für die Pflege, so ist es doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und im Grunde genommen ist es ein Weiter-so und eine Schande für die Pflegekräfte. Tut mir leid, mehr brauche ich dazu auch nicht zu sagen. Des Weiteren sehen wir immer noch in der Ukraine, dass es natürlich stramm über Kurs nach Moskau geht. Logischerweise eine Stadt nach der anderen im Donbass geht an diesen bösen Mann in Moskau. Aber hey, hey Leute, wir sind in der Offensive. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ist klar, die deutschen Medien sind einfach ein Träumchen, liebe Leute. Die Politik ist ein Träumchen. Ich wünsche euch mit diesen super guten Nachrichten heute Morgen einen schönen Start in die neue Woche. Man kann eigentlich nur noch drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder aus der Heimat und ich wünsche euch einen schönen Start. Nehmt's nicht so tragisch, aber wie es halt in Sachsen war gestern, jeder bekommt das, was er scheinbar verdient.